научной экспедиции. Vor seiner Abreise erklärte Richard Byrd am 2. Dezember 1946 der Presse: Meine Reise hat einen militärischen Charakter. Auf weitere Einzelheiten gehen wir nicht ein. Ende Januar 1947 begann die Flugaufklärung des antarktischen Kontinents in der Gegend des Königin-Mord-Landes. Zunächst verlief alles nach Plan. Das Land wurde erforscht und Zehntausende von Fotos gemacht. Doch plötzlich geschah etwas ausgesprochen Rätselhaftes. Die ursprünglich auf 6 Monate geplante Forschungsreise wurde schon nach 2 Monaten abrupt abgebrochen. Die Umstände des plötzlichen Endes sind bis heute ungeklärt und erinnern sehr an eine Flucht. Ein Torpedobootzerstörer und mehrere Flugzeuge gingen verloren. Mehrere Dutzend Soldaten und Offiziere sind gefallen. Den Mitgliedern der außerordentlichen Regierungskommission erklärt Byrd nach seiner Rückkehr wörtlich: Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, von einem Pol zum anderen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen. Wer und was hatte den großen amerikanischen Flottenverband in die Flucht geschlagen? Ein Blick zurück. Im Sommer 1945, anderthalb Jahre vor der Expedition Wölfs, ergaben sich im argentinischen Hafen Mar del Plata die deutschen U-Boote U-530 und U-977. Ungewöhnliche Boote aus dem sogenannten Führerkonvoi entstanden einem Verband, dessen genaue Aufgaben bis auf den heutigen Tag unbekannt sind. Lassen in der Boote über ihre Aufgaben schwiegen, konnten die Amerikaner nur wenige Details in Erfahrung bringen. Der Kommandant des Bootes U-530 soll über eine Operation mit der Tarnbezeichnung Valkyrie II gesprochen haben. Im Rahmen dieser Operation habe sein Schiff 2 Wochen vor Kriegsende Kiel in Richtung Antarktis verlassen. Unter den Passagieren sollen sich Personen befunden haben, deren Gesichter vermummt waren. Außerdem seien wichtige Unterlagen des Dritten Reiches an Bord gewesen. Der Kommandant von U-977, Hans Schäfer, bestätigte, dass er mit seinem Boot nur wenig später die gleiche Route gefahren sei. Im Verlauf ihrer Recherchen fiel den Amerikanern auf, dass offensichtlich zahlreiche deutsche U-Boote während des Krieges in Richtung Antarktis gefahren waren. Was war der Grund dieser Reisen? Was war so besonders an der Antarktis? Die Antarktis. 1820 umsegelten der deutsch-baltische Offizier Fabian Gottlieb von Bellingshausen und sein Kommandant Michael Lasserev zum ersten Mal das antarktische Festland. Ein geheimnisvoller Kontinent, der die Forscher magisch anzog. Doch meterhohe Eiswände machten die Antarktis, die in ihrer Ausdehnung größer als ganz Europa ist, für lange Zeit unzugänglich. Trotz verschiedener Vorstöße blieb das Innere der nördlichen Eisregion für annähernd ein Jahrhundert unerforscht. Karten aus dieser Zeit dokumentieren daher nur den Küstenverlauf des Kontinents. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte auch Deutschland Interesse an dem weit entfernten und lebensfeindlichen Eiskontinent. Es wurden erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um verschiedene Expeditionen durchführen zu können. Ende der 30er Jahre fuhr der erfahrene Polarkapitän Alfred Ritscher mit dem speziell für diese Expedition umgebauten Schiff Schwabenland in die Antarktis. Ab Mitte Januar 1939 begannen 2 Flugzeuge, die mittels spezieller Katapulte von Bord des Schwabenland starten konnten, die Erforschung des arktischen Kontinents. Bei ihren Flügen warfen die Piloten auch Aluminiumstangen mit Hakenkreuzflaggen ab, mit denen sie das vermessene Gebiet als deutsches Reichsgebiet deklarierten. Das so gekennzeichnete neue Territorium, das in seiner Größe etwa dem damaligen Deutschland entsprach, erhielt die Bezeichnung Neu-Schwabenland. Im April 1939 konnte Alfred Ritscher melden: Ich habe den Auftrag, den Marschall Göring mir erteilt hat, erledigt. Zum ersten Mal flogen deutsche Flugzeuge über den antarktischen Kontinent. Alle 25 Kilometer warfen unsere Flugzeuge Flaggen ab.
Wir markierten eine Fläche von ungefähr 600.000 Quadratkilometern. Davon wurden 350.000 Quadratkilometer fotografiert. Die Flieger Hermann Görings hatten ihre Aufgaben zufriedenstellend erledigt. Im Anschluss an diese Aktion ergingen weiterführende Aufträge an Karl Dönitz, den Oberbefehlshaber der deutschen U-Boot-Waffe. Was aber seine Männer in der Arktis erledigen sollten, liegt bis heute im Dunkeln. Gesichert ist, dass von da an deutsche U-Boote verstärkt in Richtung Antarktis aufbrachen, um die übernommenen bis heute geheimen Aufgaben zu erfüllen. In diesem Zusammenhang gehen zwei Aussagen von Karl Dönitz bis heute Rätsel auf. Die erste lautet: Meine U-Boot-Fahrer entdeckten ein echtes irdisches Paradies. Die zweite Aussage von Dönitz aus dem Jahr 1943, auf dem Höhepunkt des Deutsch-Russischen Krieges, ist nicht minder mysteriös. Sie lautet: Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. Damals war nur wenigen Eingeweihten klar, wovon Dönitz spricht. Erst heute wird deutlicher, worauf seine Andeutungen gezielt haben könnten. Vor kurzem wurden in dem kilometerdicken Eis der Antarktis riesige Seen mit Wassertemperaturen von plus 18 Grad Celsius entdeckt. Über der Wasseroberfläche wölben sich kuppelförmige Eishöhlen, die mit warmer Luft gefüllt sind. Diese Eishöhlen könnten im Laufe der Jahrhunderte Ausmaße angenommen haben, die ausreichten, um als geheime Basen für U-Boote zu dienen. Auf Seen, die ständig von unten erwärmt werden, warum Wasserflüsse unter dem Eis bis in den Ozean hineinströmen, ist es möglich, dass ein unter dem Eis tauchendes U-Boot diese geheimen Basen erreichen könnte. Eine Basis, die alle erdenklichen Vorteile bietet. Sicher vor Sturm und Eis, für jeden Gegner uneinsichtig und unangreifbar. Zunächst definieren Sie die Schilder. Wollten die Deutschen Geheimbasen oder Geheimzonen errichten, die den Status der Exterritorialität hätten, so würden die Polarzonen einschließlich der Antarktis ein passendes Gebiet darstellen. Unterlagen und Aussagen von Beteiligten belegen, dass es tatsächlich eine derartige Basis der Nationalsozialisten in der Arktis gab. Sie trug die Bezeichnung B-211. Zu Beginn des Jahres 1939 begann das speziell ausgerüstete Schiff Schwabenland seine regelmäßigen Fahrten zwischen der Antarktis und Deutschland. Bei diesen Fahrten schaffte es nicht nur modernste Bergbautechnik, Gleise, Loren und gigantische Tunnelbaupressen in die Antarktis, sondern auch Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen, Ingenieure und hochqualifizierte Arbeiter. Wozu hätte Deutschland eine so weit entfernt liegende Basis nutzen? Darüber gibt es verschiedene Vermutungen. Während die einen glauben, die Deutschen wollten die Südregion kontrollieren, vermuten andere, dass die Bodenschätze der Antarktis, darunter Uran, das man zum Bau einer Atombombe benötigte, die Deutschen anzog. Wieder andere behaupten, die Basis sei eingerichtet worden, um der Elite des Dritten Reiches im Falle eines verlorenen Krieges als Unterschlupf zu dienen. Die Umsetzung dieses Plans hätte ab 1942 die Umsiedlung von Wissenschaftlern, wichtigen Fachkräften und Mitgliedern der NSDAP nach Neuschwabenland begonnen. Für diese Theorie könnte sprechen, dass nach dem Krieg zahlreiche Spezialisten und Wissenschaftler, die die Amerikaner für eigene militärische Forschungsarbeit machen wollten, plötzlich spurlos verschwunden waren. Passen würde auf die Tatsache, dass das Schicksal zahlreicher deutscher U-Boote bis heute ungeklärt ist. Dort soll in Washington nicht nur von Flugzeugträgern mit unvorstellbaren Möglichkeiten berichtet haben. Er sprach von einem Überfall auf die Expedition durch fliegende Untertassen, die mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser aufgetaucht seien und dem Flottenverband spürbare Verluste zugefügt hätten. Der erfahrene Militärflieger John Sallison, Zeuge und Teilnehmer der Expedition,
beschrieb den dramatischen Kampf vom 26. Februar 1947 mit folgenden Worten. Die Dinge tauchten aus dem Wasser wie vom Teufel verfolgt auf und flogen zwischen den Masten mit solcher Geschwindigkeit herum, dass durch die Windwirbel die Antenne rissen. Einige Flugzeuge, die es geschafft hatten, von der Kapitänstelle, sind wenige Augenblicke später betroffen von unbekannten Strahlen, die aus den fliegenden Untertassen kamen, neben dem Schiff abgestürzt. No cześć, nasi bracia świadkowie Jehowy, tymi tematami nie interesują. No cześć. Plötzlich ging der Torpedobootzerstörer Maddock, der sich etwa 10 Meilen von uns entfernt befand, in Flammen auf und begann zu sinken. Trotz der Gefahr entsandten andere Schiffe Rettungsboote. Der Albtraum dauerte etwa 20 Minuten. Als die fliegenden Untertassen wieder ins Wasser abtauchten, begannen wir unsere Verluste zu zählen. Sie waren furchtbar. Angenommen, John Sanderson sagt die Wahrheit, wem gehörten die Untertassen? Etwa dem Dritten Reich, wie manche Quellen bis heute hartnäckig behaupten. Nehmen wir an, der amerikanische Geheimdienst verfügte tatsächlich über Informationen, die belegten, dass wichtige Technik und Wissenschaftler der Deutschen in die Antarktis verlagert worden waren, dann wird verständlich, warum das Polargebiet wieder aufgenommen wurde. Allem Anschein nach waren diese Informationen sogar so beunruhigend, dass die Amerikaner dem Polarforscher Richard umfassende militärische Mittel zur Verfügung stellten, um die vermutete NS-Basis in der Antarktis zu vernichten. Ein Plan, der nicht aufging. Die panikartige Flucht des US-Flottenverbandes und Byrds spätere Auslassungen über das Geschehen werfen viele Fragen auf, die bis heute ungeklärt sind. Deutsche Wissenschaftler im Dritten Reich intensiv mit dem Bau diskusförmiger Flugobjekte beschäftigten. Da bei allen anderen Nationen nichts Vergleichbares existierte, stellt sich die Frage, wie ist es den deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren gelungen, einen derartig großen technologischen Vorsprung zu erlangen? Antworten könnte der Verein Ahnenerbe geben, der zu den rätselhaftesten Organisationen des Dritten Reiches zählt. Seinen ungelösten Geheimnissen spüren Historiker und Geheimdienste bis auf den heutigen Tag nach. Das Ahnenerbe war die einzige Organisation des Dritten Reiches, die sich mit staatlicher Finanzierung der Erforschung von Magie und Mystik befasste. Keine andere Einrichtung verfügte über vergleichbar umfangreiche Informationen und übte so viel Einfluss auf die Entwicklung magischer Technologien aus, wie das Ahnenerbe. Zu den Begründern des Ahnenerbes, das sich besonders der Erforschung des okkulten Wissens und paranormaler Erscheinungen widmete, zählten höchste Vertreter des Reiches, darunter der mächtige Reichsführer SS Heinrich Himmler. Offiziell gegründet wurde die Organisation im Jahre 1935. Obgleich das erklärte Ziel die Erforschung der Wurzeln der deutschen Nation war, widmete sich der geheimnisumwitterte Verein von Anfang an einer breiten Palette außergewöhnlicher Themen. Die Führung des Reichs wusste genau, dass sie den kommenden Krieg nicht allein aufgrund ihrer militärischen Stärke gewinnen konnte. Um die offensichtliche quantitative Unterlegenheit auszugleichen, entwickelten die verantwortlichen NS-Strategen eine Konzeption der qualitativen Überlegenheit. Um diese qualitative Überlegenheit zu erreichen, konzentrierten sich die Spezialisten des Ahnenerbes von Anfang an auch auf okkulte und paranormale Bereiche. Gebiete, mit denen sich der zukünftige Gegner kaum oder gar nicht beschäftigt. Ausgangspunkt dieser Tätigkeit war die tiefe Überzeugung, dass vor langer Zeit eine mächtige Zivilisation auf Erden existierte,
die über ein ungeheures, inzwischen verloren gegangenes Geheimwissen verfügte. Ein Wissen, das verstreut und versteckt weiter existierte und nur gefunden werden musste, um zu neuem Leben erweckt. Dieses Wissen sollte der Wiedergeburt des Übermenschen, des Nachfahren der alten Arier, zum Licht bringen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Forscher des Ahnenerbes von Anfang an dem Kontinent Atlantis, den die NS-Wissenschaftler für die Urheimat der arischen Rasse hielten. Der Sage nach sollten die Atlanter in der Lage gewesen sein, riesige Luftschiffe zu bauen, die durch unbekannte Kräfte angetrieben wurden. Amanski, in der Ahnenerbe hielt diese Darstellung für real. Seine Mitarbeiter glaubten an die Existenz eines einzigartigen technologischen Wissens, das sich für eigene Zwecke einsetzen ließe, wenn man die verschlüsselten Botschaften zusammentragen und lösen würde. Unter diesem Aspekt begann das Ahnenerbe, dem Geheimwissen und dem Ursprung der indogermanischen Zivilisationen nachzuspüren. Man kann davon ausgehen, dass den Mitarbeitern des Ahnenerbes eine Karte bekannt war, die der türkische Admiral Piri Reis zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstellte. Auf dieser Karte hatte Reis auch die genauen eisfreien Uferumrisse der Nordantarktis aufgezeichnet, eines Kontinents, der offiziell erst 300 Jahre später entdeckt wurde. Handschriftliche Randbemerkungen des Admirals besagen, dass er dafür auf Quellen zurückgegriffen hatte, die mehr als 3000 Jahre alt gewesen sind. Er wusste 3000 Jahre vor Piri Reis, wie der arktische Kontinent ohne die Eismassen aussah. Wer hatte die Möglichkeiten und das Interesse, den eisfreien Kontinent so exakt zu vermessen? Gab es vor tausenden von Jahren eine Zivilisation, für die die Arktis eine besondere Rolle spielte? Fragen, die auch die US-Militärspezialisten nicht beantworten konnten. Die Karte zeigt den Uferverlauf, bevor er vom Eis bedeckt wurde. Das Eis in diesem Gebiet beträgt 1,5 Kilometer Stärke. Wir haben keine Ahnung, wie man im Jahre 1513 zu solchen Ergebnissen kommen konnte. Internationale Forschungsexpeditionen, die die Reiskarte Jahrhunderte später vor Ort auf ihre Richtigkeit prüften, stellten fest, dass die Aufzeichnungen aus dem Jahre 1513 exakter waren als Karten, die im 20. Jahrhundert angefertigt wurden. Aufwendige seismologische Untersuchungen belegten, was man bis dahin nicht einmal geahnt hatte. Einige der Berge, die für gewöhnlich dem Kontinent zugerechnet werden, sind in Wirklichkeit Inseln. Ein Wissen, das auf der Piri-Reiskarte ebenfalls Niederschlag gefunden hatte. Piri Reis muss also uralte Aufzeichnungen besessen haben, die aus einer Zeit stammten, als die Antarktis noch eisfrei war. Man kann sich vorstellen, welchen Eindruck diese geheimnisvolle Karte auf die Anhänger der arischen Theorie ausübte. Piri Reis Karte belegte das Vorhandensein jahrtausendealter Quellen, genau jener Quellen, nach denen die Forscher des Ahnenerbes suchten. Die außergewöhnliche Landkarte nährte die Hoffnung, das verloren gegangene technisch-magische Erbe der Atlanter finden zu können, einer hochentwickelten Zivilisation, die nach Überzeugung der NS-Wissenschaftler die Antarktis besiedelt haben, bevor diese mit einer kilometerdicken Eisschicht belegt wurde. Das sagenumwobene Atlantis. Wenn Karten mit dem jahrtausendealten Wissen die Zeiten überdauert hatten, musste auch das übrige Geheimwissen der Atlanter zu finden sein. Die Frage war nur, wo? Wissenschaftliche Expeditionen des Ahnenerbes suchten auf der ganzen Welt nach den verschollenen Untergang. Die Reisen reichten von Tibet bis nach Südamerika. Im Fokus der Fahnder lagen auch die Archive des sagenumwobenen Templerordens. Es gibt ernstzunehmende Hinweise, die besagen, dass die umfangreichen Bibliotheken des Ordens den blutigen Untergang der Templergemeinschaft ungeschadet überlebt haben. Es war nicht unwahrscheinlich, dass in diesen Archiven Geheimmanuskripte lagen, die ähnlich wie die Piri-Reiskarte wichtiges Detailwissen über die Antarktis enthielten.
In den militärisch besetzten Gebieten durchsuchten Sonderkommandos der SS Bibliotheken nach seltenen Handschriften und Karten. Alles, was sich mit okkulten Themen und geheimen Wissenschaften beschäftigte, wurde zusammengetragen und wissenschaftlich ausgewertet. Ahnen Erbe besaß schließlich eine umfangreiche Spezialbibliothek. Es gibt die Aussage eines ehemaligen Bibliothekars der Potsdamer Bibliothek, der bezeugt, dass im März 1945, als die Sowjetstreitkräfte sich Berlin näherten, die Bibliothek des Ahnenerbes ein Fundus von rund 140.000 Büchern verpackt und in Sicherheit gebracht wurde. Schon der Katalog dieser Bibliothek war bestimmt ausgesprochen interessant. Angesichts der intensiven Suche ist es durchaus möglich, dass das Ahnenerbe Informationen über die Antarktis gewonnen hat, die den Kontinent in den Blickpunkt der NS-Führung bringen. Inzwischen weiß man, dass esoterische Kreise innerhalb der SS auch dem sagenumwobenen Heiligen Gral nachspürten. Wer ihn und die heilige Lanze besaß, würde, einer alten Legende zufolge, die Weltherrschaft erringen können. Hitler kannte diese Legende. Nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 ließ er die Lanze, mit der angeblich ein römischer Soldat in Turgeso am Kreuz festgestellt hat, aus Wien nach Nürnberg bringen. Zur Erfüllung der Prophezeiung fehlte nun der Graf. Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die okkulten NS-Kreise mit verschiedenen Problemen. Sie mussten nicht nur die jahrhundertealten mystischen Überlieferungen mit den modernen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen in Einklang bringen. Unklar war ihnen auch, welche Bewandtnis es mit dem männlichen Charakter der Heiligen Lanze und dem weiblichen des Heiligen Grals auf sich hatte und welche Folgerungen daraus geschlossen werden. Die Kombination modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse mit uraltem Wissen hätte vielleicht produktiv und zukunftsweisend sein können, wenn sie nicht die Weltherrschaft der auserwählten Rasse zum Ziel gehabt hätte. Für die vielfältigen Forschungsarbeiten des Ahnenerbes wurden nur ausgewiesene Spezialisten herangezogen. Hunderte von Mitarbeitern und ungezählte Fachkräfte in rund 50 Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten befassten sich mit mathematischen und astronomischen, genetischen und medizinischen Themen. Parallel zu diesen Arbeiten und für die Öffentlichkeit unsichtbar, wurden im innersten Kreis alle wichtigen Informationen zu okkulten und magischen Fragen zusammengetragen und ausgewertet. Von besonderem Interesse waren neben okkulten Wissenschaften und religiös-mystischen Praktiken außergewöhnliche paranormale Fähigkeiten. Mit diesem Bereich befasste sich das Ahnenerbe besonders intensiv. Schon vor dem Krieg hatte Hitler angeordnet, alle Mitarbeiter des Vereins auf mögliche paranormale Fähigkeiten zu untersuchen. In den Mitarbeiterakten des Ahnenerbes wurde akribisch vermerkt, wer über welche Fähigkeiten verfügte. Im Verlauf des Krieges wurden diejenigen, die paranormale Begabungen besaßen, in einer speziellen Abteilung zusammengefasst. Leider fehlt jede Information über die weitere Arbeit und mögliche Ergebnisse dieser Abteilung. Wahrscheinlich diente die Zusammenführung der vielfältigen paranormalen Fähigkeiten Kontakt mit dem höchsten Unbekannten, das man im internen Sprachgebrauch auch als Außengeist bezeichnete, herzustellen. Würde die Kontaktaufnahme gelingen, wäre ein Weg gefunden, um das technologische Superwissen uralter Hochkulturen für die eigenen Zwecke zu neuem Leben zu erwecken. Dezember 1919. In einem abgelegenen Försterhaus in der Nähe von Berchtesgaden treffen sich einige Mitglieder der geheimen Thule-Gesellschaft, einem Vorgänger des Vereins Ahnenerbe.
Unter den Versammelten befinden sich auch zwei erfahrene Mädchen. Die eine tarnte sich mit dem russischen Namen Petrun, die andere war Maria Orsitsch aus Sachsen. Im Trancezustand versetzt, berichtete Orsitsch von einer Zivilisation, die auf dem Gestirn Aldebaran lebt. Im Verlauf der Sitzung enthüllte sie eine Fülle technischer Informationen, die die atemlos lauschenden Zuhörer mit zitternden Händen notierten. Orsitsch übermittelte ihnen technische Details zur Konstruktion eines ungewöhnlichen Flugapparates, der die Fähigkeit besitzen sollte, den Zeitverlauf zu verändern. Der Traum der Geheimgesellschaft schien wahr zu werden, denn die Mitglieder der Thule-Gesellschaft waren überzeugt, dass es möglich wäre, eine Zeitmaschine zu konstruieren, mit deren Hilfe man in die Tiefen der Geschichte abtauchen könnte, um dort das Wissen der untergegangenen Hochkultur wiederzuerlangen. Dies ist die einzige bekannt gewordene Konstruktionszeichnung der sogenannten Jenseits-Buchmaschine des deutschen Wissenschaftlers und bekannten Erfinders Viktor Schock. 1922 wurde das erste Modell jenseits gebaut. Das Fluggerät besaß drei zueinander drehende Scheiben. Tam były zakłady podziemne, popularne w Wrocławiu. A w Krakowie też na pole, jak na podwórko mówią, idzie na pole. BMW. Tak. BMW, tak. Pod tym polem. Für die NS-Führung waren zwei Grundideen wesentlich. Zum einen die Erschaffung des Übermenschen und zum zweiten die Beherrschung technomagischer Energien. Dazu zählte nicht nur die Beherrschung der Atomenergie, sondern zweifelsohne auch die Herstellung diskusförmiger Flugapparate mit einer prinzipiell neuen Flugtechnik. Die Ideensuche ging in alle Richtungen und wurde getragen von Ingenieuren, Okkultisten und einem stark ausgewählter Historiker. Diese sammelten auf ihren Forschungsreisen seltene Dokumente, von denen sie sich weiterführende Erkenntnisse versprachen. Offensichtlich mit Erfolg, denn Werner von Braun, einer der Chefdenker der deutschen Raketentechnik, gestand später in einem kleinen Kreis: Wir haben vieles aus diesen Unterlagen für uns nutzen können. Über die Ergebnisse der Forschungen wurde Hitler regelmäßig informiert. Sie haben ihn so nachhaltig fasziniert, dass er bis Kriegsende an deutsche Wunderwaffen und neue Flugtechnologien glaubte. Obwohl die besten Konstrukteure und Ingenieure eingesetzt wurden, blieben die Kenntnisse über die Drehprinzipien der Flugscheiben und die Antigravitation lückenhaft. Technologie konnte mit den ideologisch bestimmten Vorgaben nicht Schritt halten. Im Juli 1934 luden die Verantwortlichen Viktor Schauberger zur weiteren Zusammenarbeit ein. Sie hatten von seinem Implosionsmotor erfahren, der nur Luft und Wasser benötigte, um Energie zu erzeugen. Schauberger erklärte sich bereit, auf der Grundlage seiner Erfindung einen Antrieb für die Flugscheiben zu entwickeln. Nur 5 Jahre später erhob sich das erste Versuchsmodell unter der Bezeichnung Vril. Ein sehr seltenes Foto zeigt den Erstflug des Modells im Jahre 1939. Um die Arbeiten voranzutreiben, wurde die SS-Sondereinheit E4 hinzugerufen. Ihre Aufgabe war die Richtung und Überprüfung aller Meldungen über unbekannte fliegende Objekte. Man wollte nichts unversucht lassen, um das Geheimnis der technomagischen Flugscheiben zu lösen. Ja.
Ich sprach mit Hermann Ubert, einem deutschen Professor.